Cyberpunk hat in den letzten Monaten viel neuen Stuff erhalten. Falls ihr nur zu Release gezockt habt, hole ich euch hier mal auf den aktuellen Stand. Was ist nachträglich ins Spiel alles reingekommen? Bleibt gespannt. Servus Headrunner, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt's immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Seid ihr mittlerweile auch voll im Cyberpunk-Feeling? Ich bin's auf jeden Fall maximal. Habt vielleicht schon die ganzen neuen Inhalte vom Update 1.6 abgestaubt und fragt euch, was so in den letzten Monaten alles mit den letzten Updates ins Spiel reingekommen ist. Und das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Sind nämlich richtig coole Sachen mit dabei. An der Stelle gibt's auch einen kleinen Teaser. Und zwar habe ich ein schickes Paket bekommen, nicht von CD Project Red, wäre auch cool gewesen, aber von Ubisoft, wird natürlich in einem AC-Video aufgemacht, ich wollte es euch aber schon mal zeigen, könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was meint ihr, wird dort drin sein. Kommen wir zurück zu Cyberpunk und den Inhalten nach Release. Alles sind gratis, es hat klein angefangen und endet dann am Schluss immer größer, weil natürlich CD Projekt Red nebenher das Spiel immer nochmal gefixt hat, ja, verbessert, optimiert. Angefangen hat es im August 21 mit ein paar neuen Gegenständen. Das war das Update 1.3 und dort war unter anderem der Archer Quartz Bandit mit dabei, ein neues Fahrzeug. Und das sieht echt richtig cool aus. Das Highlight von diesem Fahrzeug ist, der Motor hinten ist offen. Man kann die Ansaugung sehen, die Turbolader. Vorne sieht man auch den Ladeluftkühler, wie er dann eben die Luft ansaugt. Und zum Motor im Endeffekt, die transportiert. Für alle Schrauberfans, glaube ich, ein absolutes Highlight. Sieht echt richtig geil aus. Fährt zwischen 170 bis 180. Und um den zu bekommen, muss man die Hauptmission Ghost Town abgeschlossen haben. Geht dann einfach an diese Schnellreisestation. Normalerweise sollte euch dann Bescheid gegeben werden per Handy. Hey, da ist ein neues Auto, das ihr kaufen könnt. Und dann reist ihr ein bisschen weiter rüber zu dieser Location. Und ihr könnt dann die Quest im Endeffekt auch aktivieren, wie es ich gemacht habe. Und fahrt dann einfach zu diesem Fahrzeug hin und kauft es euch. Ebenfalls mit dem Update sind zwei neue Jacken reingekommen. Die erste seht ihr auch hier, und zwar die leuchtende Punkjacke in Rot. Ist eine ikonische, seltene, also blaue Jacke mit einem Mod-Slot. Und als zweites ist die mehrlagige, synthetische Leder-Delta-Jacke reingekommen. Ebenfalls ikonisch und selten. Hat hier auch einen Mod-Slot. Von der Panzerung her ist sie wirklich gut. Perfekt wären gewesen, wenn sie zwei Mod-Slots gehabt hätten. Aber da müsste das Ding legendär sein. Die bekommt ihr über Victor. Und zwar, wenn ihr euch einfach nach dem Update einloggt, ja, dann müsst ihr einfach die Nachrichten durchgucken und Victor hat euch geschrieben und dem könnt ihr einfach antworten, hey cool, gratis Stuff nehme ich an, klickt ihr einfach drauf, absenden, er wird euch dann zwei Nachrichten hintereinander schicken und dann könnt ihr ins Apartment von euch gehen und geht an den Waffentisch, wo auch dann das Lager sozusagen ist und auf der rechten Seite ist das Lager, ganz unten seht ihr dann die zwei Jacken hinzugefügt, selbst wenn ihr die Werte nicht so cool findet und die Optik, kann man mittlerweile mit Transmog einfach nur die Optik nehmen. Vielleicht könnt ihr die zwei Klamotten ganz gut kombinieren. Als drittes gab es ein alternatives Aussehen für Johnny Silverhand. Ihr seht es auch hier, ist eben komplett anderer Look. Ich habe jetzt leider keinen Direktvergleich, weil bei mir das Johnny Silverhand nicht aufgetaucht ist bei den Quests, wo ich abgeschlossen habe. Und das könnt ihr dann einfach im Hauptbildschirm unter den DLCs dann unten umstellen, Standard oder eben alternativ. Anfang des Jahres mit dem Update 1.5 sind zahlreiche neue Inhalte reingekommen, unter anderem Waffenmodifizierungen, 4 neue Zielfernrohre, mega cool, so kann man die Waffen nochmal separat eben anpassen und verbessern. Das erste ist einmal das Chu, das ist ein langes Zielfernrohr, habe ich jetzt hier auf meinem Sturmgewehr drauf. Als zweites gibt es das Gaki, das geht nur für Scharfschützengewehre, hat auch eine coole Optik. Dann das Kanet Sugu, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ist ein kurzes Zielfernrohr. Das finde ich optisch richtig geil. Benutze ich sehr gerne bei der Pistole. Und es gibt noch das Handyman-Zielfernrohr. Ist auch eher für kürzere Distanz. Und die gibt es in verschiedenen Seltenheitsstufen. Die bekommt ihr alle beim Waffenhändler bei eurem Apartment. Ihr seht es hier auf der Karte. Und ja, den Waffenhändler sollte man kennen. Hinlaufen und schauen, ob er es im Angebot hat. Schaut am besten nach der epischen Stufe. Bei mir ist jetzt alles grün. Sollte es eben nicht episch sein, dann geht ihr wieder raus aus dem Store, setzt
setzt die Zeit zurück, also 24 Stunden vorspulen, dann hat er neues Angebot, schaut wieder rein und wenn es episch ist, dann kaufen. Ebenfalls mit dabei sind 10 verschiedene Mündungsbremsen, kriegt ihr beim gleichen Händler bei euch, bei eurem Apartment. Gibt es auch in verschiedenen Seltenheitsstufen, nur kaufen, wenn sie im Endeffekt lila sind. Wir fangen unten an, hier seht ihr eben ein paar grüne, 5 für Handfeuerwaffen, 5 für Sturmgewehre und Maschinenpistolen. Und das sind wirklich viele, wenn sie nicht in episch da sind, würde ich auf jeden Fall 24 Stunden vorspulen. Die sind teilweise wirklich extrem gut, hier sogar blau, aber 14% Schadenserhöhung, hier separat 12% Schadenserhöhung, Querschläger werden verbessert. Hier oben hat es eben dann die lila Varianten und ja, macht die auf jeden Fall auf eure Waffen drauf, sie werden dann eben nochmal besser. Was natürlich nicht fehlen darf, sind auch neue Waffen bei so vielen Modifizierungen. 2 Stück gibt es, einmal die Umbra, ein Power-Sturmgewehr. Das seht ihr hier auch schon in Action, ist aber ehrlich gesagt bei meinem Bild vom Schaden her nicht so prickelnd. Als zweites gibt es die Guillotine, das ist eine Maschinenpistole und die geht wirklich gut ab. Und ich habe da jetzt auch nicht so krass drauf geskillt. Beide Waffen gibt es in unzähligen verschiedenen Optiken, also jetzt nicht nur in Pink und in Gold, sondern da gibt es auch andere. Und die könnt ihr auch einfach beim gleichen Händler wieder bei eurem Apartment kaufen und immer so lange rücksetzen, bis euch die Farbe gefällt. Und natürlich auch die Seltenheitsstufe, die sollte lila sein. Ebenfalls mit dabei sind Posen für Johnny Silverhand im Fotomodus. Ihr seht zum Beispiel hier ein Bild, wie er eben sich am Auto mit einer Gitarre hinhockt. Die sind natürlich nur verfügbar, wenn man aktuell Johnny Silverhand spielt. Mittlerweile gibt es auch neue Apartments, wie zum Beispiel Corp Plaza. Legendärer Eingang mit diesem dünnen Flur, die roten Akzente. Hinten wartet der Aufzug, es geht nach oben ins Apartment. Auch dort setzen sich die roten Akzente fort. Man hat auch so nochmal einen separaten Chillbereich. Wer es japanisch mag, bekommt ein nettes Apartment in Japan Town. War man auch oft in der Story unterwegs. Ist ein kleineres Apartment mit 2 verschiedenen Zimmern. Einfach nett eingerichtet. Ein besonderes Apartment ist The Glen. Man hat einen sehr großen Chill-Bereich. Aber Highlight meiner Meinung nach ist der Waffenraum. Der sieht schon echt richtig cool aus. Für ein sehr kleines Budget bekommt man in Watson das Northside Apartment. Nicht wirklich groß, aber auch nett eingerichtet. Die neuen Apartments könnt ihr euch kaufen, wenn ihr die Quest abgeschlossen habt, Playing for Time. Das geht dann entweder direkt vor Ort, man sieht sie auf der Map grün hervorgehoben mit so einem Haussymbol, dass man sie kaufen kann. Oder wenn ihr in eurem eigenen Apartment schon seid, ja, dann könnt ihr dort an PC hingehen, auf die Webseite für die Häuser oder Apartments und dort sie dann eben kaufen. Kosten zwischen 5 und 55.000 E-Dollar. Was auch möglich ist, wenn ihr schon auf der Webseite seid, könnt ihr das Standard-Apartment auch nochmal für 10.000 abändern, gibt da verschiedene Versionen, könnt ihr gerne mal durchschauen. Bestimmte Aktionen in den Apartments gewähren wie einen temporären Buff, das ist richtig cool. Duschen zum Beispiel verleiht eine Stunde lang den Status erfrischt, ermöglicht die Regeneration von Gesundheit im Fight. Dadurch regeneriert sich die Gesundheit von alleine auf bis zu 60%, was wirklich nice ist. Im Bett schlafen regeneriert die Gesundheit und verleiht wie eine Stunde lang den Status ausgeruht 20% mehr Fertigkeits-XP und das ist wirklich zum Leveln äußerst nice. Kaffee kochen verleiht wie eine Stunde lang den Status hellwach, 25% mehr Ausdauer, 30% mehr Regeneration. Das waren soweit die ganzen Inhalte, die jetzt vor dem Edge Runner Update 1.6 reingekommen sind. In der Zukunft kommen natürlich auch noch weitere Inhalte zu Cyberpunk 2077 raus. Unter anderem soll auch das Polizeisystem komplett überarbeitet werden. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch am meisten wünscht in Cyberpunk. Bei mir ist es wirklich der New Game Plus Modus. Ich will endlich mit meinem jetzigen Charakter nochmal die Story neu genießen, denn die war damals wirklich richtig geil. Ich hatte das Glück, auf PC zu zocken und damals war das Spiel schon auf PC am besten optimiert und lief eigentlich gut. Gut, muss ich ehrlich sagen. Bugs gab es natürlich auch einige und deswegen wäre es mega geil, jetzt irgendwie vielleicht Ende des Jahres mit dem Update 1.7, sollte es da kommen, den New Game Plus Modus reinzubringen und das würde ich mir am meisten wirklich wünschen und so kann man dann eben dann nächstes Jahr, wenn da das DLC kommt, mit einem New Game Plus sozusagen Charakter dann ins DLC reinstarten. Das wäre wirklich der absolute Traum für mich. Bin mal gespannt, was ihr euch wünscht. Das war es auf jeden Fall soweit vom Video. Wenn es euch informiert und gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ansonsten, wer mehr zu sagen sehen möchte, kann immer gerne mit dem Abo dabei bleiben. Das war's soweit von mir. Viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.